Das Massaker ist noch nicht vorbei, Leute. Es geht jetzt um die Ratte, was auch immer die gemacht hat. Wir werden es herausfinden. Okay. Es gibt zumindest keine Zeiteinschränkungen oder sowas. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Wir haben das letzte Mal uns schon durch ein Restaurant, durch ein Lagerhaus, über Dächer und sonst was geschossen, geballert. Und dann nehme ich doch mal wieder mein Sturmgewehr. Easy. Au, nicht easy. Oh, die kommen aus allen Richtungen. Scheiße. Okay. Okay, die haben schusssichere Westen oder sowas. Hm. Kann das sein? Scheiße. Das ist richtig heftig. Nein! Schrank im Weg. Okay. Ja, willkommen wieder zurück zu dem Spiel, bei dem ich ganz wenig rede, weil ich mich so konzentrieren muss. Oh, hier ist eine Tür, da komme ich schon mal gar nicht irgendwie. Hm. Weiß ich nicht so richtig, wie ich das machen soll. Wie viel Leben haben die denn, ey? Okay, hier komme ich durch. Das ist schon mal gut. Hier hinter der Tür kann er mich mal. Mann! Was survived der denn alles, ey? Das gibt's doch nicht. Kann ich ihn mit einem beherzten Schuss ins Gesicht dazu bewegen, hier mal abzuhauen? Oh, fuck! Da an der Ecke bin ich ja ein gefundenes Fresschen. Ah, jetzt hat er eine Deckung. Scheiße. Komm, 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 komm! Triff! Gott, verdammt. Du kleiner Scheißer. Ist aber ganz geil gemacht eigentlich. Okay, ich habe noch 10 Schuss. Das könnte jetzt... Ich stehe auf dem Schrank, kann das sein? Scheiße. Okay. Das ist aber ein harter Level, ey. Weiß nicht so richtig, wie man das... schaffen soll. Nein! Ach komm! Ich war doch schon so weit. Vor allem, wie man das mit einer anderen Waffe als dem Sturmgewehr machen soll. Ja, wieder mal erwischt. Ja, wieder mal erwischt. Ja, schön gemacht. Ich muss mich auch mal selber loben. Ja, schön. Komm, 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 komm! Ja, knapp. Knapp verfehlt. 34 Schuss. Komm. Ja. Nice. Ja. Nein, nein, nein! Ach nein! Das gibt's doch nicht. Ihr seht schon, das ist nicht ganz einfach. Also, es macht Spaß, ist eine coole Idee. Aber ich frage mich halt auch voll, ob ich eine Chance habe. Wahrscheinlich nicht. Aber ist doch eigentlich auch ganz cool, mal so einen Bosskampf in so einer Art Spiel zu haben, der mal was anders macht als immer nur Bullet Sponge. Also ist er ja auch. Also ich meine, der verträgt nun mal auch unglaublich viel Kugeln. Und man kann immer nur einmal auf ihn schießen. Ja, 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 schön, schön erwischt. Oh, puh, puh, puh. Gut, dass ich schon das Sturmgewehr ein bisschen aufgerüstet habe. Dadurch habe ich mehr Schuss und kann einfach länger ballern. Ja, der hat doch nicht mehr viel, der hat nicht mehr viel. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Nein! Ah, ich konnte nicht mehr ausweichen. Die eine Kugel, das ist echt... Wie sagt man, nervenzerreißend, diese Spannung. Die Anspannung ist echt krass. Okay. Ich weiß, dass ich
jeder kleine Fehler sofort recht. Komm, jetzt triff ihn. Ja. Ja. Ja, schön. An der Stelle habe ich ihn bisher selten getroffen. Ja. Noch 24 Schuss. Ist jetzt nicht so viel. Ja, man sollte nicht unvorsichtig werden. Da an der Stelle kriege ich ihn halt nicht gut. Ah, jetzt ist er hängen geblieben. An dem Sessel oder was das war. Ja, schön. Fuck, fuck. Oh. So, okay. So weit war ich noch nicht. 12 Schuss. Gut, dann nehme ich jetzt mal die Pistols. Nein! Ich war doch schon am Ziel. Oh, wie gemein. Ja, Mann. Ich weiß nicht, ob man das... Das ist so ein typisches Spiel, wo ich nicht genau weiß, ob man die Faszination nur vom Zuschauer nachvollziehen kann. Das ist tatsächlich... Es gibt manchmal solche Spiele, die machen sehr, sehr, sehr viel mehr Spaß beim selber Spielen als beim Zuschauen. Typisches Beispiel für mich ist da immer Gears of War. Weil Gears of War ist tatsächlich nur so mittelspektakulär, wenn man zuguckt. Ach komm. Ist nur so mittelspektakulär, aber wenn man es selber spielt, dann spielt sich das einfach so unfassbar gut. Ach komm. Ja, da bin ich an der Ecke hängen geblieben. Und das hier, das spielt sich gerade halt auch echt gut. Das macht echt Spaß. Hat einen tollen Flow. Man fühlt sich echt wie in so einem Gewaltballett. Und ich glaube, schon allein dadurch auch, dass ich mich aufgrund der Konzentration nur schwer zu einer großen Menge an Kommentaren irgendwie durchringen kann, ist es, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, wie viel Spaß das macht. Es tut mir sehr leid für euch, weil es wirklich viel Spaß macht. Ah, jetzt habe ich ihn echt gut erwischt. Jetzt hat er nicht mehr viel. Yes! Ah, in dein Gesicht! Ich musste nicht mal bis zu dem Raum am Ende kommen. Huh! Das war jetzt, sagen wir mal, anspruchsvoll. Herausfordernd. Cool. Was habe ich jetzt geschafft? Auf jeden Fall alles sehr kryptisch, was hier passiert. Okay. Keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hat. Ich habe scheinbar irgendwen erwischt, der mir irgendwie was getan hat. Keine Ahnung. Okay, jetzt sind wir 4 Tage später wieder bei dem Verhör. Weiter. So, dann gehen wir nochmal zum 10. Juni 91 zurück. Sie waren ein hochdekorierter Police Detective bei der Hongkonger Polizei. Und ihr Partner hat den größten Drogenschmuggel der jüngeren Geschichte in Hongkong irgendwie in der Polizeigeschichte aufgedeckt. One of the two. Achso. One of the two. Also da stimmt was in der im Text nicht so ganz. Deswegen habe ich es nicht verstanden. Also eines der größten Drogenlabore, eines der zwei nehme ich jetzt mal an. Das steht da jetzt halt nicht. Vom zweiköpfigen Drachen wurden dadurch geschlossen. Sie und ihr Partner haben dann einen Preis bekommen. Eine Summe auf ihren Kopf ausgesetzt bekommen vom zweiköpfigen Drachen. Und ihr Partner ist dann gestorben, wurde getötet und sie sind im Hospital gelandet. Sie sind dann verschwunden aus dem Krankenhaus. Angenommen, dass sie auch getötet wurden. Ein Jahr später tauchen sie wieder in Hongkong auf und die Hölle bricht los. Habe ich irgendwas vergessen? Wenn sie nicht mit mir reden wollen, kann ich ihnen auch nicht helfen.
Nachdem sie Wei's Chao umgebracht haben, haben sie die Chang Wong Gang in Kowloon-Tong besucht. Erzählen Sie mir noch ein bisschen mehr darüber, was da passiert ist. Reden wir doch mal über die Chang Wong Gang. Okay, also nachdem wir diesen Typen, Wei's Chao, umgebracht haben, das habe ich ja gerade gemacht, bin ich zu dieser Gang gelatscht. Das können wir uns noch angucken, den nächsten Level. 40 Sekunden, bla bla bla, dieselben Herausforderungen wie immer. Weil an sich ein bisschen interessiert mich ja schon, was hier eigentlich storymäßig los ist, so. Aber irgendwie scheint halt, ja, Rache to jump between buildings, okay. Irgendwie ein Rachemotiv scheint es ja zu geben und ich habe mich jetzt halt durch die Stadt geschnetzelt. Ich sehe jetzt noch nicht so richtig, was da noch so der tiefere Story-Bedeutungsebene sein könnte. Geht das so? Ja, tatsächlich. So, easy. Easy peasy, Japanesey. Das war jetzt tatsächlich nicht so schwierig. Na, schaffe ich den da? Nee, so weit kann ich nicht schießen. Okay. Au! Aber er! Wieso kann er so weit schießen? Wieso darf ich das nicht? So, da soll mir beigebracht werden, hier einfach nur, dass man da übers Dach springen kann. Das sollte kein Problem sein. Zack, der ist hin. Der ist hin und der kommt jetzt um die Ecke und sollte dann auch tot sein. Cool. Okay. Oh, diese scheiß Schrotflinten. Kacker. Die gehen mir echt auf die Nerven. Oh, ausweichen. Kleiner Ausweichschritt nach links. So, jetzt ist noch einer da. Tschüss. Okay, nächstes Dach. Oh, nein. Null. Null. Oh Gott. Puh. Ach, fuck. Da kommt er dann mit der Uzi auf mich zugestürmt. Mann. Das hätte aber auch besser klappen können. Ja, scheiß doch jetzt auf die... So. Das sieht irgendwie nicht so gut aus, als würde er da wirklich rüberkommen übers Dach. Okay, die drei sind immer kein so großes Problem. Schwieriger wird es dann hier hinten. Bei den nächsten Typen, vor allem dem da. Dem Schrotmaster hier. Okay. In Deckung geslidet. Oh, fuck. Puh. Okay. Bis hier bin ich wieder mal gekommen. Jetzt wieder hier rüber. Also wie man das in irgendwelchen krassen Zeitbegrenzungen hier wieder schaffen soll. Naja. Also ich sag mal, für Achievement-Jäger ist das Spiel auf jeden Fall was. Ich bin jetzt ja nicht so der größte Chivo-Hunter. Ach, so weit schießt echt dieses blöde Gewehr nicht, ne? So, guck mal, wo ich herkomme. Ja, das war's schon. Okay, es waren nur drei Räume oder drei Dächer. Dann ging das ja schneller, als ich dachte. Aber immer noch, also... 40 Sekunden darf ich brauchen und 1,21, also schon wieder das Doppelte. Gar nicht so einfach. Gut. Einer geht noch rein. Wenn es einem einfach nur darum geht, die Level zu schaffen, dann hat man das Spiel wahrscheinlich in ein paar Stunden durch irgendwie. Wenn es darum geht, dann noch ein bisschen tiefer in den Kaninchenbau zu kriechen und auch halt geile Zeiten zu schaffen, dann wird es wahrscheinlich schwieriger. Oh, tot. Ich dachte, vielleicht treffe ich ihn schon von da hinten, aber das war tatsächlich... Oh, scheiße. Da ist wieder so ein Schrotflintentöp. Da ist eine Wand im Weg. Man darf auch die Zeitlupe nicht komplett aufbrauchen, weil man da ein Problem kriegt. Wenn sie alle ist.
Da war ein Fenster. Das habe ich nicht beachtet. Verzeihen Sie mir, junger Mann. Ach, der Typ direkt neben der Tür, den habe ich jetzt natürlich ein bisschen ignoriert. Aber das war wahrscheinlich keine gute Idee. Das Gute ist, man hat so ein bisschen Unverwundbarkeit, wenn man slidet. Das hilft natürlich schon, den Schüssen auszuweichen. Ich meine, es macht ja sozusagen in der Spiellogik auch Sinn, weil man ja unter den Schüssen durchslidet sozusagen. Sich wegrollt. Okay, hab ich. Nein. Okay, einen Versuch noch, dann gebe ich auf. Okay, einen Versuch noch, dann gebe ich auf. Ja, das ist so ein typisches Spiel. Komm, einer geht noch. Ein Mai noch. Ein Versuch. Ah, oh, es ist 3 Uhr morgens. Jetzt gerade ist es natürlich noch nicht 3 Uhr morgens, aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ja, gut. Ich glaube, wir haben es alle verstanden. Ich denke, ich konnte euch das mal vorstellen. Ich finde, das Spiel macht Spaß. Ist kein Meisterwerk, ist nicht überragend, aber es gibt auch nicht so viele Spiele dieser Hotline Miami Art. Da sind eigentlich alle immer willkommen, finde ich. Also, weil die machen eigentlich fast immer Spaß. Es ist ja so dieses bisschen Twin-Stick-Shooter, aber so auf Maus- und Tastatursteuerung sinnvoll übertragen. Bisher habe ich da noch keins gespielt, was richtig schlecht war. Die waren eigentlich alle immer ganz cool und Hong Kong Massacre ist auch eher eines der besseren davon nochmal. Jetzt müsste man halt noch gucken, wie die Story sich entwickelt, ob da noch ein bisschen was kommt. Aber bei den Spielen, jetzt mal Ausnahme Hotline Miami, ist die Story ja meistens sowieso vernachlässigbar. Bei dem war es, sagen wir mal, so crazy und so Drogentrip abgedreht mäßig, dass es schon wieder cool war und man wissen wollte, was da passiert. Hier würde ich sagen, ist es wahrscheinlich so eine 0815 Polizeirache-Geschichte. Und ja, dafür muss man es jetzt vielleicht nicht unbedingt spielen. Da gibt es wahrscheinlich Besseres. Aber spielmechanisch, cooles Ding. Kann ich euch empfehlen. Kostet auch nicht so viel. Waren jetzt ja, glaube ich, irgendwie ein paar Euro. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Guckt einfach auf Steam. Ich habe immer den Steam-Link oder den Link zu dem jeweiligen Online-Shop habe ich normalerweise in der Videobeschreibung stehen. Also auch bei Hong Kong Massacre kommt ihr da ganz leicht hin. Schaut es euch einfach mal an, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann nicht. Dann sehen wir uns bei anderen Spielen wieder. Denn das war es jetzt mit diesem schönen kleinen Indie-Blutbad. Ich denke, da reichen 3 Folgen, um komplett zu verstehen, worum es geht. Und wie ich ja schon gesagt habe am Anfang der Folge, das ist wahrscheinlich auch so ein Spiel, das sehe ich auch an den Zuschauerzahlen, wo die Faszination nicht so ganz rüberkommt durchs Zuschauen. Das muss man halt einfach mal selber spielen. Im Zweifelsfall holt es euch einfach mal bei Steam und wenn es euch nicht taugt nach einer Stunde oder so, da habt ihr ja schon die ersten 6-7 Level gesehen wahrscheinlich, könnt ihr ja direkt das refunden. Das geht ja heute bei Steam alles ganz wunderbar. Man hat ja quasi zu jedem Spiel eine 2-stündige Demo, solange man unter 2 Stunden bleibt und es binnen 2 Wochen zurückgibt, kann man ja jedes Spiel auch zurückgeben und kriegt sein Geld wieder. Also, das ist eine kleine Empfehlung. Das ist so ein typisches Spiel, das muss man vielleicht einfach mal ausprobieren. Genau. Aber ich denke, ich habe mein Bestes getan, es euch zu zeigen. Tut mir leid, das war vielleicht manchmal ein bisschen ruhig von meiner Seite. Ich konnte nicht so viel sagen, weil das echt ein bisschen Konzentration von mir verlangt hat. Da wird selbst mein Multitasking, was gar nicht so schlecht ist, auf eine harte Probe gestellt bei so einem Konzentrationsspiel. Aber ich denke, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns bei anderen Videos wieder hier im Kanal. Gibt ja noch diverse andere Projekte, die ihr zuschauen könnt und wo ich mich freuen würde, wenn ihr einschaltet. Gut, Leute. Wenn ihr mehr so Indie-Kram sehen wollt, dann abonniert uns auch gerne, weil dann verpasst ihr auch nichts dieser Art. Da kommt ja immer wieder neuer Kram auf Steam raus und wir schauen uns das eigentlich regelmäßig auch an. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal und ja,
träumt von Hongkong. Einem schönen Urlaub in friedlichen Hongkong. Macht's gut, Leute. Ciao.